hier mal, weil wir hier nicht anders können. So, machen wir das so. Dann wirkt das auch gleich viel hübscher und dann kommt dann noch was rein. So, jetzt hat die Kolonie langsam mal ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und es kommen auch deutlich mehr Betten in die Kolonie, was natürlich jeder schön findet. Ilona hat noch kein Granitbett. Ja, weil Ilona eigentlich hier unten wohnt. Ilona ist hier zugewiesen mit Moritz. Geht das? Kannst Bewohner jetzt doppelt zuweisen? No way. Ah, Wahnsinn, das ist ja cool. Okay. Ja, müssen wir noch ein bisschen... Müssen wir noch ein bisschen, nur wenig Medizin, das ist klar. Hunger haben wir auch noch ohne Ende. Ja, Stück um Stück, meine Lieben. Ich werde jetzt trotzdem Erntebefehle rausdonnern, wenn es geht. Hier können wir aber nirgendwo noch irgendwas ernten, ne? Auch hier noch nicht. Ist das blockiert? Gilt das als blockiert? Nein. Ja, hier wird fleißig Hopfen angebaut in allen Varianten. Oh, das ist schön. Das ist schön. So, Crash, bau mal bitte das hier. Ich will zuerst das Bett fertig haben, damit Ilona ein neues Bett kriegt. Nee, Ilona hat ein Bett. Ich weck mal Ilona kurz auf. Die quatscht gerade mit Masao. Zwerg, der Kuppelkönig. Ja, naja. Ja, manchmal. Man tut, was man kann, ne? Also, ganz klar. So, was mir auch noch einfällt, und zwar Oberflächenglätten, müssen wir hier auf jeden Fall noch machen. So, das muss auf jeden Fall noch sein. Einfach, damit die Bude auch hübsch ist. Da ist schon genug zu tun. So, verzierten Blumentopf, da haben wir jetzt auch hoffentlich ein paar von. Wir müssen mal das alte Zeug wegkriegen. Das wäre mal geil. Wir haben so viel Möbel auch hier rumstehen, die mal weg müssten. Die Kolonie der Liebe. Ja, aber hallo. Schau mal, ob du wirklich mit Moritz zusammen bist. Willst du das wissen, Ilona? Alles klar. Gucken wir mal schnell. Sozial. Vater ist Superbass Richter. Dein Freund ist Holler. Moritz. Oh ja, Holler und Moritz, ihr seid gut befreundet. Und Sabine. Bekannter ist Masao. Ja gut, also auch schon selbst mit den Gefangenen haben sich die Leute hier gut angechat zum Beispiel. Du hast keinen Rivalen im Übrigen. Bei Holler ist der Rivale Crash. Sehr genial. Bin ich ja mega. Na, Holler Crash, wie schaut's aus? Ist das so? Wie schaut's bei Sabine aus? Rivale ist auch Crash. Crash, was ist denn da los? Mhm. Mutter ist Elche von Moritz. Freund, okay. Jet ist mit Ilona befreundet. Natsuki ist die Tochter von Moritz. Ach was, nein, wirklich. Und der Ex-Mann ist Richard Clayton. Und er lebt aktuell in Urishido. Urishido. Okay, Rival ist auch Crash. Das ist ja mega. Und der neue, der Masao, ist auch der Rivale von Crash. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Masao ist frei. Neuer Rekrut. Sehr geil. Zu Ort springen. Okay, Masao zieht sich jetzt dann gleich an, hoffe ich. Hat sich erstmal das neue Bett geschnappt. Schweinling. So. Okay, Masao ist auch ein relativ fähiger Arzt. Kann auch Tierpflege machen. Auch ein bisschen kann er gerne mal machen. Warum nicht? Feldarbeit priorisieren wir bei ihm aber. Da ist er nämlich auch schon nicht schlecht. Er ist ein Landwirt. Bergbau kann er auch gerne mal machen. Und auch ansonsten gerne mal andere Arbeiten erledigen. Jagen könnte er auch. Wir haben einen Bogen frei.
Den will ich jetzt auch mal ganz kurz zuweisen. Ilona will ja nichts nehmen, ja. Das ist leider schade. Crash hat eine Pistole. Dann Sabine kriegt als nächstes eine Waffe. Und hier sind wir relativ... Wir haben eine extrem heftige Nahkampftruppe bei uns. Taps, 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 taps. Sabine, grüß dich. So, dann können wir das Bett jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ummünzen, damit auf jeden Fall Betten da sind. Wir haben immer noch nichts zu beißen, was mir nach wie vor ein bisschen Sorgen und Kopfschmerzen bereitet. Wir können aber schon wieder erste Kartoffelchen ernten. So, und erstmal ein bisschen Hopfen abbauen. Das ist gar nicht mal verkehrt. Was haben wir hier? Warum? Anbauzone, aber was für eine? Hallo? Warum? Warum sind das Anbauzonen, die ich nicht nutzen kann? Komisch. Zitrusbaum? Orange Citrus. Bears fruit for 4 times a year. Okay. Das ist natürlich dauerhaft. Echt. Feigenbaum. Short hardy grass that grows almost equally well in gravel as it does fertile soil. Okay. Heugras. Wir könnten auch mal Heugras anpflanzen. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Zitrushopfen. Oat. Pomegranate. Machen wir hier mal Oat. Naja, ein bisschen Heugras darf schon sein. Hier ist auch so eine Anbau, so eine tote Anbauzone. Was ist denn mit den... Sind die irgendwie kaputt gegangen? Sind die verbuggt? Das kann sein, dass die wirklich einen Bug haben. Das wäre natürlich extrem dämlich, weil dann haben wir nämlich jetzt richtig Anbauzeit gerade verloren. Okay, dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal Kartoffeln. Und hier machen wir Feigen. Oh ne, Feigen mit Zitrus? Zitrus, ja! Und hier machen wir Feigen. Machen wir, pflanzen wir hier unten mehr Bäume. Das ist auch gut, weil da können wir unsere Leute auch schön platzieren. Für den Angriff ist das nämlich hervorragend. Dann haben die Deckung. Ilona ist mit Moritz zusammen, sagt Holla gerade. Aha! Ich hab's gewusst. Verwirrung, Moritz. Moritz hat einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Okay. Kann mir jetzt einmal ganz kurz einer sagen, warum Sabine hier eigentlich rumliegt? Ja, die haben alle einen Nervenzusammenbruch, weil Hunger wie Sau. So, Natsuki... Komm mal hier rüber. So. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ernten. So. Okay, meine Lieben, jetzt machen wir Folgendes. Und zwar Feldarbeit wird Ilona jetzt auf Maximum hochgedreht. Auf 2 in dem Fall. Und wir hoffen, dass Ilona am nächsten Morgen losläuft. Die Feigen können sich hinter den Feigenbäumen verstecken. Darunter ist gar nicht mal so dumm. Ach du Schande. Sabine ist an Nahrungsmangel gestorben. Die letzten Ereignisse im Leben von Sabine. Lebensmittelvergiftung ließ Sabine in Unmacht fallen. Nahrungsmangel ließ Sabine hilflos zusammenbrechen. Sabine ist kraftlos in Unmacht gefallen wegen Nahrungsmangel.
Oh, alter Schwede. Oh nein. Ah, Jungs, warte mal kurz. Ich lade nochmal schnell den letzten Autosave nach. Nee, 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 das machen wir nicht. Jetzt wird die ganze Kolonie nämlich... Wir müssen das unbedingt ändern. Wir haben permanent schon Nahrungsmangel. Nein, 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 alles gut, alles gut. Wir ändern das. Wir machen das nochmal. So, wir müssen jetzt Folgendes machen. Wir holen Ilona aus dem Bett, geben ihr die Priorität Feldarbeit auf 1 und ernten jetzt alles ab. Wir brauchen jetzt was zu beißen, und zwar ganz flotti Karotti. Ilona, Feldarbeit auf 1. Auf geht's. Wo ist Sabine? Hier oben. Wir müssen das jetzt wirklich beschleunigen gerade. Wir holen jetzt alles, was an irgendwie an Essen da ist. Wir machen jetzt auch die ganze Kolonie gerade mal wach. Ich versuch's nochmal irgendwie zu retten. Ah, nein, immer noch nicht. Machen wir mal 44. 36. Machen wir den mal. Wir probieren das. Wir kriegen das schon hin, meine Lieben. Das wird schon. Godmode, nein. Godmode ist nicht drin. So, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir ändern das jetzt nochmal ab. Also Feldarbeit hier und hier auf absolute 1. Dann nochmal neu. Befehle, ernten. Ach, die sind noch nicht bereit, die Dinger. Okay, hier wird gerade umgebaut noch. Sabine liegt aber immer noch. Okay. Bitte ernten, direkt wegernten. So, Jet holt sich was. Ja, die beißen das alle sofort weg, ne? Ja, wir haben immer noch einen massiven Hunger. Wir müssen, sobald hier was frei wird, müssen wir loslegen. Haben wir hier irgendwo noch was, was wir bekämpfen könnten, wo wir noch was zu essen holen können? Der Winter hat uns echt böse erwischt. Ich kann nicht einen Alpaka umlegen, das geht nicht. Wir ernten alles, was da ist. Wir ernten alles, was da ist. Irgendwo gibt es hier noch was zu beißen, ich weiß es genau. Hier sind nämlich überall noch so kleine Büschlein. Die bringen nicht viel Nahrung, aber das, was sie bringen, ist schon mal gar nicht schlecht. Es kommen jetzt hier überall Essensbüsche wieder an den Start. Die versuchen wir natürlich abzuernten, ist ja klar. Die Bären nähern sich auch mittlerweile bedrohlich der Kolonie, was ich extrem unangenehm finde. So. Ich warte jetzt noch ganz kurz. Am nächsten Morgen müssten eigentlich hier die Erdbeeren anfangen zu wachsen. Und dann haben wir es eigentlich fast geschafft. Wir müssen das bloß so lange durchhalten. Okay, wir müssen so ein bisschen schaffen. Crash hat den einen kleinen Exzess hinter sich. Okay. Oh nee, jetzt haben wir die ganzen Dinger hier noch nicht, ne? Okay, das müssen wir jetzt als allererstes machen. Zonen. Dann machen wir hier die Zone neu. Und jetzt machen wir Folgendes, weil wir brauchen jetzt erstmal schnelle Lösungen.
Verkleinern. Neue Zone. Ich lasse das jetzt alles mal vorübergehend auf Kartoffeln. Einfach um nochmal ein bisschen mehr Nahrung in unsere Lagerhäuser zu spülen. Da haben jetzt zwei Leute auf jeden Fall erstmal Vollgas zu tun damit. Beschränkungen auf alles ist bei allen Kolonisten gleich. Ich gebe keinem vor, wann er schlafen muss. Wenn einer nachtaktiv ist, dürfte er das auch gerne ausleben. So, okay, jetzt wird hier massiv angebaut. Wie gesagt, das... Die Ernte ist gerade extrem wichtig. Es muss immer mehr reinkommen gerade. Medizinischer Notfall bei Masao, okay. Was mit ihm? Extremer Nahrungsmangel, ja. Das ist, wie gesagt, das Dauerbrenner-Problem gerade. Ich bräuchte hier irgendwas zum Erlegen. Wenn es auch nur ein Stückchen Tier ist. Aber wir müssen halt es irgendwie auch herbekommen. Ich bräuchte hier halt mal nicht eine Reno-Herde oder sowas. Das ist tödlich, ne? Jetzt gucken wir mal schnell, ob wir hier noch irgendwas haben. Hier ist ein Timberwolf. Das ist natürlich ganz blöd. Sugar Maple Tree. Ja, ein Puma. Ganz großer Puma-Käfig gerade. Wahnsinn. Ein Bär hier oben. Bewusstloser Kolonist Sabine. Retten. Okay, wir müssen da jetzt Vollgas geben gerade. Okay. Reis schneiden. Okay. Warte mal ganz kurz. Arbeit. Landwirte besäen Felder, ernten Nutzpflanzen und suchen essbare Pflanzen, okay? Was war das jetzt? Warum? Moritz! Wieso, Moritz? Wo kommen die immer da rein? Ich hatte alles dicht gemacht, wirklich. Okay, meine Lieben. Wir bleiben ernsthaft. Das ist doch absolut zu. Schaut's bei Moritz aus. Er hat natürlich einen total heftigen Schnitt am Kopf. Das ist eine verbotene Tür, ja. Ich kann bloß nicht rein und die retten bei drei Käfern und ihr habt ja gesehen, was die aushalten, diese dämlichen Riesenspinnen. Oh Mann. Das ist der Hunger, ja. Wir versuchen mal. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ja, Moritz hat's erwischt. Wir laden nochmal kurz. Wobei, das macht keinen Unterschied, ne? Wir sind jetzt an einem Punkt, wo immer was ändert. Meine Lieben, die Wahl habt ihr. Sollen wir nochmal laden und uns nochmal versuchen, oder? Was passiert mit mir? Ja, Moritz, du hast es gerade nicht geschafft. Nochmal laden? Oder nicht nochmal laden? Ihr habt die Wahl, meine Lieben. Warte mal, ich probiere es jetzt nochmal. Was sagt ihr? Moritz ist für Laden, das denke ich mir. Assassine sagt auch Laden. Weitermachen. Nochmal Laden und geht Tiere jagen. Okay. Bitte Laden. Okay, wir laden nochmal. Komm. 36er Spielstand. Ja, okay. Wir lassen niemanden zurück. Finde ich eine ganz geile Einstellung. Das machen wir auf jeden Fall. Alle anderen sagen auch. Der Twitch-Chat im Übrigen sehr gut dabei. Ist auch für Laden. Finde ich auch schön. Okay, wir machen jetzt eine Pausenbreak.
Okay, wir machen jetzt einen Pausenbreak. Also Zuweisung, erstmal alles. Keiner muss nachts schlafen, das ist völlig blödsinnig. So, dann haben wir die Feldarbeit auf 1 priorisiert, bei allen jetzt. Jeder wird jetzt hier ein Top-Feldarbeitsmensch. So, dann machen wir folgendes, wir reißen jetzt die alten Felder ab. Die nicht mehr funktionieren, aus welchem Grund auch immer, das ist eigentlich völlig egal. Wir machen sie weg und bauen jetzt neue Anbauzonen hin. Im Augenblick für Kartoffeln, das ist mir in Ordnung. Diese Änderung können wir dann nach dem nächsten Winter nochmal übergehen, wenn wir wollen. So, okay. Jetzt die nächste Idee. Ernten machen wir bei allem, was irgendwie aussieht wie ein essbarer Busch. Der wird jetzt geerntet. Dann kriegen wir da auch nochmal was rein. Ist auch nicht viel, aber es ist, reicht zumindest schon mal ein bisschen, um ein bisschen über Wasser zu bleiben. Den jagen wir, den Truthahn, damit wir den reinbekommen. Das essen wir. Wie gesagt, all diese Kleinigkeiten bringen uns gerade ein bisschen was zu essen rein. Was ist denn eigentlich das hier? Kalkstein, okay. Okay, was haben wir hier oben noch? Hier sind auch nochmal Le Bûche. Und hier sind zwei Bären. Das ist natürlich gefährlich. Die Musik passt gerade 1A dazu. Okay. Wir dünnen die ganze Herde aus. Da wird alles gejagt, was hier nicht bei 3 auf dem Baum ist. Dann ja, wecken wir die ganze Kolonie auf und jeder darf loslaufen. Wir versuchen unser Möglichstes, meine Lieben. Die Jäger ziehen los, meine Freunde. Jetzt wird gejagt. Wir brauchen was zu essen. Ich hoffe, es schaffen alle. Der Sommer hat angefangen. Davon sehe ich noch nicht viel. So, die nächsten kommen. Wenn das klappt, wie ich mir das vorstelle, dann kriegt jetzt jeder was zu essen. Und zwar innerhalb von Minuten, weil ich Holla, nämlich dann, sobald Holla zurückkommt mit der ersten Ladung, schicke ich Holla sofort an den Tisch. Die soll sofort loslegen und die Tiere zerlegen, die reinkommen. Ja, okay, jetzt beginnen die Exzesse. Wo ist Holla gerade? Holla kommt gerade zurück. Behandlung benötigt. Nein! Das gibt's doch nicht. Du musst Alpakas töten. Nicht die Alpakas. Nein, das muss jetzt anders laufen. Also jetzt erstmal alle wieder auf Feldarbeit. Wir machen jetzt nochmal. Und zwar diesmal machen wir es aber anders. Ich gehe jetzt nochmal, also ich versuche jetzt mal nochmal einen anderen Weg zu gehen. So. Ich versuche jetzt nochmal einen anderen Weg zu gehen. Jetzt haben wir nämlich diese Information gleich. So. Crash. Holla. Warte mal kurz, wer war noch dabei? Moritz, nee, Jet. Natsuki. Natsuki kriegt den Recurved Bow. Und bekommt auch noch Jagen. Als auf 1. Und Jet hat auch keine anständige Waffe. Ilona liegt hier noch. Weil das Bett noch nicht fertig ist. Okay.
Crash geht auch hoch. Jagt den Steinbock. Oh nein, echt jetzt? Crash und Jet kommen aneinander. So, genau. Wir machen jetzt Folgendes, und zwar hier bauen wir auf jeden Fall zu. Holla, wolltest du nicht gerade irgendwie jagen gehen? Ja, behandeln die sich jetzt gegenseitig oder was? Holla eskaliert völlig. Wutanfall bei Holla. Zum Glück ist Stein sehr beständig. Holla kriegt nichts kaputt. So, ich denke, da kommt jetzt niemand durch. Okay, Crash hat Essen was? Essen dabei? So, jetzt muss nur noch Crash das Futter heimbringen. Komm, wir schaffen das, Leute. Wir kriegen das hin. Was? Kein Material? So, jetzt wird's was. Wenigstens das. Auffüllen von Herd wird gemacht.